Bild steht heute. Bild steht, das ist eine Stadt mit 60.000 Einwohnern in der Millionenstadt Hamburg, etwa 10 Kilometer von der Hamburger City entfernt. Bild steht, das ist immer noch ein Arbeiterviertel. Bild steht, das ist ein Teil des Wahlkreises von Bundeskanzler Schmidt. Mit 64% aller Stimmen hatte die SPD hier bei der letzten Bundestagswahl den höchsten Stimmenanteil in ganz Hamburg. Bild steht, das ist auch die Neubausiedlung Mümmelmannsberg mit 12.000 Einwohnern. Mittwochabend. Im Haus der Jugendhorner Rennbahn ist Diskothek. Anziehungspunkt für etwa 150 junge Leute. Schüler, Lehrlinge, Hilfsarbeiter, Arbeitslose. Im Alter zwischen 15 und 24 Jahren. Für 1 Mark Eintritt Vergnügen und Entspannung. Zwischen 19 und 22 Uhr. Einmal pro Woche. Immer mittwochs. Hereinkommt, wer eine Clubkarte besitzt oder zumindest als Clubmitglied erkennbar ist. Fremde, vor allem größere Gruppen, müssen draußen bleiben. Man fürchtet Schlägereien zwischen verfeindeten Cliquen verschiedener Stadtteile. Zu Recht. In einer Tanzpause stellten sich einige Jugendliche bereitwillig unseren Fragen. Warum kommt ihr hierher? Wollen die wissen, was sie machen sollen? Fragen, weil wir das haben wir dann. Zum Beispiel würden wir auf der Straße rumhängen und wüssten nicht, was wir machen sollten. Und eventuell würden wir auch noch in Alkoholkonsum dadurch kommen. Was macht ihr an den übrigen Tagen? Da setzen wir Kruplöcke an Steinbaum, oder eine Oberlinie. Saufen oder Legierstraße. Wir machen Kartiere oder weiter kommen die Bullen an und kassieren uns an, ohne Grund. Nur weil wir da was trinken oder was. Sind eure Eltern damit einverstanden, dass ihr hierher geht? Ja, oder wie ist das? Natürlich. Wir sind ja froh, dass wir zu Hause rumhängen. Oder auf der Straße irgendwas machen. Wir sind nur echt froh, dass wir zu Hause mal raus sind. Keine Scheiße bauen. Wir sind froh, dass wir irgendwo sind, dass wir keinen Mist bauen, Kartiere oder so machen. Und zu Hause mögt ihr auch nicht gern sein. Nee, warum denn? Was soll man da machen? Nur rumsitzen, lesen oder was? Ja, auch scheiße. Froh, häuslicher Enge, häuslichen Streit entgehen zu können. Auf der Flucht vor ihren Problemen, ihrer Einsamkeit kommen sie hierher. Und tanzen und trinken. Mancher 4 bis 5 Flaschen Bier am Abend. Der Raum ist trist, für viele dennoch mehr als ihr Zuhause. Gegen 21 Uhr erscheinen einige Zivilfahnder, um nach dem Rechten zu sehen. Auflodernde Aggressivität möglichst im Keim zu ersticken, Schlägereien zu verhindern. So mancher Bildstädter traut sich nach Sonnenuntergang nicht mehr vor die Tür, aus Angst vor jugendlichen Schlägern, Rocker genannt. Berechtigte Sorge oder mehr Opfer von Panikmachern? Die Jugend Bildstädts ist nicht besser und nicht schlechter als die in anderen Stadtteilen. So sagt selbst die zuständige Polizei. Vielleicht hat sie nur größere Probleme in und mit ihrem Stadtteil. In 2 Geschäften direkt neben ihrer Villa verkauft Jill Sander Mode. Mit viel Stil, in gepflegter Atmosphäre, zu gesalzenen Preisen. Mode made in Pöseldorf. Doch, die sind auch wieder da. In Kaki. Mit 21 Jahren mochte sie noch nicht einmal alleine telefonieren. Mit 23 wurde sie ehrgeizig und eröffnete ihre erste Boutique. Heute ist ihr Name in der Modefachwelt ein Begriff. Jill Sander, 31 Jahre, früher Moderedakteurin, heute hochgelobte Designerin. Sogar in Paris spricht man von ihr. Wie hat sie das geschafft? Ich glaube, zuallererst gehört ein klein wenig Glück dazu. Und zum anderen glaube ich, da ich konsequent seit vielen, vielen Jahren immer wieder einen Stil durchsetzen möchte, hat sich das eben jetzt auch bei unseren Präsentationen in Paris als Erfolg erwiesen. Sander-Modelle bestechen durch Einfachheit. Ihre Stärke ist das Weglassen, das sich bescheiden auf das Notwendigste, was die Dinge noch nach etwas aussehen lässt. Ich fand das sehr, sehr gut. Die Richtung, die sie zur Welt brachte, dass es nicht so überfein sein musste, dass nicht so viel Glitzer sein musste, dass man eine gut sitzende Hose anhaben konnte und trotzdem für einen Abend da sein konnte. Also sie hat ja das Androgyne in die Frauen unterstrichen. Das ist immer spannend gewesen, das Androgyne. Ihre Kunden, hauptsächlich Leute aus der hanseatischen Mode- und Geldelite. Jill Sander Mode ist teuer, für die meisten zu teuer. Wir haben versucht, uns in einer niedrigeren Preislage anzubieten. Aber ich glaube, dass es immer auf Kosten des Materials und der Verarbeitung geht. Und mein Rezept dafür, dass man
nicht sagt, also ich kann mir diese Modelle nicht kaufen, weil sie zu teuer sind, dass man einfach sagt, ich kaufe mir weniger. Von der Person sieht man bei ihren Modellen viel. Experimente schätzt sie nicht. Der letzte Schrei aus London, gewollt originelle, laute, nach Aufmerksamkeit heischende Kostümierungen lassen sie kalt. 15 Angestellte arbeiten heute für die erfolgreiche Unternehmerin. Ein Leben wie im Märchenbuch, aber ohne Garantie auf Beständigkeit. Der Kampf auf dem Modemarkt ist hart, sagt sie mit der liebenswerten Ängstlichkeit, die Erfolgreiche immer so sympathisch macht. Doch keine Angst, ihre Kleider machen Leute und Shesander deshalb weiter Kleider. 1976. Das Jahr beginnt mit der schwersten Sturmflut seit 1962. Das Wasser steigt jetzt sogar noch höher. Die Schäden im Hafen belaufen sich auf rund eine halbe Milliarde Mark. Die Stadt selbst kommt glimpflicher davon als damals. Erster Airbus für die deutsche Lufthansa. Am 9. Februar erhält die Fluggesellschaft auf dem Werksgelände von Messerschmitt Bölko Blohm auf Finkenwerder ihren ersten Großraumjet vom Typ Airbus A300. Die Inszenierung des Shakespeare-Schauspiels Othello von Peter Zadek im Deutschen Schauspielhaus löst zwiespältige Reaktionen aus. Vielen Besuchern ist das Stück zu modern. Zadek selbst versteht es als Absage an das Kulturtheater. Leben in sogenannter wilder Ehe. Das Zusammenleben ohne Trauschein wird auch Mitte der 70er Jahre noch häufig als Verstoß gegen die guten Sitten gesehen. Wir passen nicht in dieses ehrenwerte Haus. Was halten Sie davon, dass unverheiratete Paare in Wohnungen einziehen dürfen? Ich finde es nicht reell. Haben Sie moralische Bedenken dagegen? Ja. Ich möchte es nicht haben in meiner Wohnung. Ich habe es sehr viel gehört hier überhaupt, dass sehr, sehr viel Unordnung ist, nicht? Hier wohnen ja so viele. Und das ist Ihnen egal oder haben Sie was dagegen? Ja, da, ja, vor allen Dingen. Er hat nur Gerümpel in der Wohnung. Weil wir als Paar zusammenleben und noch immer ohne Trauschein sind. Aber ist das nicht schon die Wirklichkeit von gestern? Allensbach meldet einen wahren Erdrutsch auf dem Gebiet der Moralvorstellungen. Die Zahl der jungen Männer, die unverheiratet mit einer Frau zusammenleben würden, stieg in den letzten 6 Jahren von 48 auf 78%. Die Mädchen zeigen sich noch emanzipierter. 92% haben nichts gegen eine wilde Ehe. Ich habe dann ja auch eine wilde Ehe geführt, eine Zeit lang mit meiner jetzigen Frau. Wir kamen immer nicht dazu zu heiraten, aber es wurde auch manchmal von manchen die Nase gerümpft. Aber ich finde, solche Vorurteile und so diese Situationen, die haben auch einen Vorteil, weil da lernt man nämlich seine Freunde kennen. Und da lernt man kennen, wer so ein bisschen muffig im Kopf ist, von dem man das vielleicht vorher gar nicht vermutet hätte. Und wie steht der Normalbürger anderer Altersstufen dazu? Würden Sie ein unverheiratetes Paar in der Wohnung aufnehmen? Na, das ist so. Warum nicht? Für wie lange? Das fragt sich immer, nicht? Hätten Sie moralische Bedenken? Nein. Warum? Die leben doch heute zum großen Teil viele schon so zusammen. Haben Sie was dagegen, wenn unverheiratete Paare hier ins Haus einziehen? In ihre ja. Wohnung, ja. Hätten Sie da was dagegen? Ich persönlich nicht, ja. Wir leben ja in der Zukunft und nicht in der Gegenwart, ne? Haben Sie was dagegen, wenn unverheiratete Leute in Wohnungen einziehen? Nee, Gegenteil. Ich bin sogar dafür. Und warum? Ich bin nämlich selbst unverheiratet. Die 68er haben ja auch ganz andere Vorstellungen gehabt, wie man sozusagen sein Leben gestaltet. Und da kann ich mich schon noch dran erinnern, dass das mit meiner Lebensgestaltung relativ wenig zu tun hatte, wie die das für sich entschieden. Aber das war okay. In der Praxis erweist sich die neue Toleranz nur allzu häufig als buntschillernde Seifenblase. Wohnungssuchende junge Paare ohne Trauschein berichten uns, dass sie immer wieder abblitzen. Und wenn sie es schaffen, dann waren es Wohnungen, die schwer vermietbar sind wegen der Lage und wegen hoher Mieten und Zuschüsse. Im Zweifelsfall die Getrauten. Das ist auch heute noch praktisch.